Ich bin alleine zu Hause und ich spiele The Escape Together allein. Nicht die beste Idee, aber ich spiele auf normaler Schwierigkeit, sage ich mal. Und bis jetzt habe ich das nur zweimal gespielt, aber zu dritt. Und ja, ich kann noch nichts sagen. Alleine ist es gleich doppelt so schlimm wahrscheinlich. Okay. Erstmal alles durchsuchen. Eine Tasche. Hier ist nichts. Was ich in diesem Spiel gelernt habe, ist nichts. Help. Toll. Den Code habe ich noch nicht. Ich weiß, dass ich hier abhauen muss in dem Spiel. Ich weiß aber nicht, wie, weil ich habe das bis jetzt noch nicht mal zu dritt geschafft. Also wir haben das noch nicht zu dritt geschafft. Also, ja. Die Chancen stehen schlecht, sag ich mal so. So, nein. Nichts. Nichts. Okay. Ich lasse die mal offen, weil dann kann ich mich nämlich verstecken. Den Computer hier mache ich aus. Und dann hau ich mal ab. Ah. Digga. Schlüssel. Eine Fernbedienung. Gut zu wissen. Na, was gibt's hier noch? Scheiße, ist das dunkel hier. Ein Schlüssel. Ich will da nicht runter. Okay, der passt nicht. Die Kruzifix, ganz wichtig. Richtig? Habe ich jetzt drei oder vier Sachen? Kann ich nicht aufmachen. Was ist das? Ein Computer, okay. Ich würde sagen, gehen wir gleich runter. Scheiße. Okay, hier geht's runter. Machen wir mal lieber die Tür zu. Hier ist nichts. Das mache ich mal auf. Boah, ich kann mich hier nicht mal verstecken, Junge. Okay, hier kann ich nichts machen. Nichts. Aber wenigstens geht das Licht. Okay. Schlüssel gefunden. Nichts. Kein Signal, okay. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Wagenheber? Okay. Dann lasse ich das Kreuz hier. Und hier ist noch ein Schlüssel. Okay, ich glaube, ich nehme erstmal. Ich nehme erstmal alle Schlüssel. Und sperre erstmal alles auf. Wieso spiele ich das Spiel eigentlich? Benzin, okay. Gehe ich nochmal runter. Hol das andere doch. Da ist Benzin drin. Brauche ich jetzt nicht. Der Fernseher an. Alter. Was ist hier drauf? Scheiße, Mann, es ist draußen dunkel. Fotos. Boah, Digga, hör doch auf.
Okay, das bringt mir alles nichts. Ja, kann dir mal das Radio da ausmachen? Ich muss mich immer umdrehen, Alter. Nochmal oder was? Boah, bitte komm hier nicht rein. Okay. Der Laptop bringt mir gar nichts. Aber vielleicht ist das der Schlüssel für unten. Da unten war was. Da unten war doch hier. Ja. 5565, okay. Gut. Da war sie. Boah, Digga. Verpiss dich. In den Schrank kann ich nicht, der ist voll. Was war jetzt der PIN nochmal? 5565, ne? Falsch. Wo war das scheiß Zimmer? Junge, diese Raumgestaltung ist sowas von behindert. Hä? Okay. Das war's anscheinend nicht. Kann ich damit was machen? Keine Batterien. Oh, ich hab das gedroppt. Ups. Aufheben. 5565 war doch der Scheißcode. Ich weiß gar nicht, wie man das nachsieht. Ich schwör, wohin denn? Hör auf, Junge! Mach die scheiß Tür zu! Alter, wer programmiert so ein Scheiß-Spiel, Junge?
Also da geht's in den Keller. Da brauche ich einen Schlüssel dafür. Habe ich hier was? Nein, hier was. Marv. Digga, was bringt mir das? Ja, ist ja in Ordnung. 5565. Ah. Jetzt verstehe ich, wie man das auf E also. Okay. Kann ich den mit Wagenheber erschlagen, wenn ich da habe? Hier ist noch ein Zettel. Junge, hier muss doch... Was ist denn hier? Wo gibt's denn hier noch was? Hier habe ich alles aufgemacht. Don't leave this house. Nee, du bist ja lustig. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Einfach mal alles schlucken. Einfach mal alles schlucken. Macht mich. Ist fertig, Alter. Okay. Ich gehe noch mal hier rein. Versteck mich noch mal im Schrank. Fünf, fünf, sechs, fünf. Ah. Homelight Manager. Wi-Fi. Ah, okay, wir haben kein Internet. Gonna be late, don't worry, really, thanks dad, this will do, okay. Mail, no connection. Das Spiel ist sowas von krank, Alter. Unglaublich. Diese Sounds. Ich muss nicht immer hinschauen und ich brauche eine Windel. Mann, Digga, das hast du jetzt schon 100 Mal gesagt. Soll ich mir denn aus dem Arsch ziehen? Was steht denn die einfach da, Junge? Boah. Ich spiele das Spiel, glaube ich, jetzt schon 10 Minuten. Bin schon fix und fertig. Ohne Witz. Ohne Witz. Habe ich das schon aufgemacht eigentlich? Ja, habe ich. Dings. Digga. Die ist doch vor der Tür, oder nicht? Ich gehe noch mal rein. Ich muss noch mal checken, was ich alles hab. Oh ne, falsche Taste. Fünf, fünf, sechs, fünf. Was auf jeden Fall das vom Handy. X-History 132209 vielleicht? 132209. Die hilft mir aber auch nichts weiter. 132209, ich probiere es einfach mal. Ein
1, 3, 2, 2, 0, 9. Okay. Ich brauche schon mal 8 von diesen blöden Zahlen, ja? Zwölf, 14, 16, 19. Vielleicht. Okay. 12, 14, 16, 19. Fuck, okay, das passt nicht. Gut, dann müssen wir weiter gucken. Dann müssen wir hier raus. Irgendwo muss doch ein Hinweis sein. Aber immer wenn die kommt, ich. Ja, ich weiß. Ich höre die schon wieder. Fuck, wo ist die? Digga, jetzt geht die Taschenlampe schon wieder nicht, Mann. Kann ich jetzt wieder raus? Alter, du bist so krank, Mann. Ohne Witz. With this key card, I can unlock the fuse box in the garage. Okay, ich habe jetzt irgendwas für die Garage. Das Telefon lege ich jetzt mal beiseite. Ich brauche aber auf jeden Fall noch einen anderen Schlüssel, sonst kann ich nicht durch die Garage. Das kann ich auch nicht gebrauchen. Keycard into the reader. I need to insert a keycard into the reader. Sag mal, was ist das für ein Akzent? Kommt die aus der Ukraine oder woher kommt die? So wie die spricht. Boah, echt jetzt, Mann. Are you sure that's the key for the garage door? Halt die Schnauze, Alter. Okay. I need a key. Ja, Digga, echt, schwer. Ich will die scheiß Karre jetzt tanken erstmal. Lass mich raten, jetzt kommt die gleich, oder? Okay. Habe ich jetzt getankt, oder? Alter! Das war's für mich heute. Ich kann nicht mehr. Nee. Ich bin raus. Für heute. Ich probier's morgen nochmal. Bis dahin. Ciao. Mann, bin ich fertig.